Ach ja. Muss hier auch noch einer hin? Ja, ich versuche gerade hier so ein bisschen Platz dafür zu schaffen. Ja, da hab ich. Laub hab ich noch ein bisschen. Ich krieg das Ding da oben nicht weg, ey, so ein Shit. Sollen diese Blätter hier auch noch abgesammelt werden? Ja, ne? Damit das in einer Ebene ist. Ja, nicht so energisch. Ja, der Wüste drunter war schon da. So, das kann jetzt hier so bleiben, hier so ein vernünftiger. Den Rest lässt du dann einfach stehen. So, und dann gucken wir mal, wo hier am besten ein Bäumchen hinpassen tut. Na wahr. Nee, nee. Also ich glaube, okay, da muss ja noch ein bisschen Knochenmehl drauf, ne? Hier. Wo denn? Ach, auf die. Na ja, könnt ihr hinhauen? Nee, der ist zu klein. Ist der zu klein? Der ist zu klein. Meinst du nicht, dass die Krone bis oben hingeht? Nein, der geht nicht bis oben hin. Okay. Ja, sieht auch ein bisschen klein aus. Ist ein bisschen mickrig geworden. Der ist zu klein. Da müssen wir jetzt aber aufpassen, dass wir an den Rändern nicht die anderen Bäume beschädigen. Eichenlaub. Hab ich in der Tasche, aber lass uns erstmal pennen gehen, weil ist dunkel. Na gut, ist dunkel. Pennen. Oh, da kommt wieder dieses Geknurre. Ich möchte jagen. Ein bisschen Fokus hier, Gnefrau. Fokus. Was ist denn Hokus Pokus? Fokus. Hey, du hast mein Bett eingesammelt. Strick Mama, gib mir sofort mein Bett zurück. Ja, was wirfst du denn noch mit deinen Betten so um dich? Ja, damit. Danke. Hab's. So, das ist der hier, ne? Der Ach, den wollte ich ja weiter abholzen hier. Warte mal eben, Platti, wo bist du? Ich bin hier oben quasi an der Baumkrone, um zu gucken, wo was abgeholzt werden muss. Ach so, ja, dann mach du das. Warte, ich komme und beobachte dich. Dann mache ich hier unten schon mal und dann, Bringst du die jetzt einfach auf eine Ebene, oder was? Sondern? Wessen Bett steht denn hier hinten? Kannst du das nicht aufsammeln? Das Lilane ist meins. Nee, ich bin voll bis oben. Ich hätte vielleicht mein Inventar mal eben ausräumen sollen. Warte, ich sammle. Ich glaube, ich hab's. So, da vorne steht der andere Baum. Ich will den aber nicht kaputt machen. Hallo Huhn, das war's mit dir, Huhn. Ich muss irgendwas zerschlagen, ne? Es ist unglaublich. So ist es. Ohne Zerschlagen geht es nicht. Ich denke, das kann dann so bleiben bei dem anderen Baum, oder? Da habe ich dann nicht zu viel von weggemacht. Und den Baum hier, den können wir jetzt ohne schlechtes Gewissen abholzen. Welchen Baum sollen wir abholzen? Na, da, wo ich gerade drauf stehe. Ach so, okay. Aber wenn möglich, bitte warten, bis ich da runter bin. Ja. Also so in die Tiefe stürzen finde ich jetzt äußerst ungeil. Wer war das? Miri. Ich nicht. Das war ein halbes Herz. Oh. Das war jetzt noch nicht mal ein großes Aua. Das war noch nicht mal ein verkrachter Knöchel. Aber ein leichter Bluterguss war das. Au. Aber ein sehr leichter.
Schnauf. Hey Kuh. Hast du mal ein bisschen Fell für, ah, für mich? Das war die Rache der Kuh. Alle weg. Alles eingesammelt. Oh, ich kann mein Schwert bald mal reparieren. So, das war das. Ah, hier geht's. Haben wir noch Setzlinge? Schade. Ja, ich habe die ganzen Setzlinge. Mhm. Da geht's auch nicht weiter. 40 Stück habe ich noch. Ich höre Monster. Wo? Dann geh jagen. Geh jagen. Ja, geh wirklich, jagen. Ich höre hier Monster. Ja, dann ist da vielleicht eine Höhle oder so. Hm. Ach, da ist nur Liri. Okay. Toll. Wo habe ich denn einen Grasblock her? Warte mal. Ein Grasblock? Ich habe einen Grasbuschel. Ja, nee, ich habe eben mit meiner Eisenaxt, damit ich das Werkzeug nicht wechseln muss, habe ich eben einen Grasblock abgehauen. Und da war Behutsamkeit drauf. Passiert. Hier ist irgendwo eine Kuh. So, meine Güte. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe die nicht umgebracht. Die steht übrigens hier oben, wenn man hier jetzt hochklettern würde. Aha. Okay. Mit der Kühe habt das aber auch, ne? Wirke die Magie. Das sieht doch gut aus. Sieht besser aus, ne? Auf jeden Fall. Fehlt noch einer hier außen? Ist jetzt die Frage, können wir hier unten drunter noch einen machen? Oder wächst der nicht? Doch, der wächst und das gar nicht mal so schlecht. Und hier müsste eigentlich auch noch einer hin, ne? Hier direkt. Da. Wer hat denn hier das falsche Laub reingeschmissen? Keine Ahnung. Ich war's nicht. Nö. Ich dachte, ich lass dich mal machen. Ja, hier müsste noch einer hin, ne? Da auch noch Laub. Achtung. Was? Was? Wo? Da Laub. Fein gemacht. Wer hat die Setzlinge? Bloody, hast du die Setzlinge? Jupp. Yay. Aber der ist ein bisschen klein, oder? Ja, der ist klein, ist oder? Oh ja. Der ist klein, leider. Okay, aber ich schlag ihn ab. Doch, der kann doch. Nein, der ist genauso hoch wie die anderen. Das meint ihr nur. Der kann auch gar nicht größer werden. Da drüber ist doch alles schon wieder Laub. Na, wir lassen das jetzt erstmal so und ja, gut. Dann versuchen wir damit zu arbeiten. Ich mache hier mal ein bisschen hell, weil sonst haben wir hier nämlich ganz schnell eine. Gokos Lieblingsterritorium. Ja, genau. Oh, warte, ich mach die Fackeln wieder weg. Aua. Ay, caramba. Aua. So, das sollte jetzt erstmal reichen, denke ich, oder? Hier, für die Illumination. Ich könnte es mir vorstellen. Soll ich schon mal Treppen machen oder wie kommen wir auf das Häusle rauf? Das ist so schön. Wo ist denn hier der mittlere, der äußerste hier? Da würde ich jetzt eine Treppe hochbasteln. Der hier. Soll ich Treppen machen oder soll ich Leitern machen? Also ich würde da schon eine vernünftige Treppe hochbasteln. Gut. Alleine schon, weil ich ja Mamas Kletterglück kenne. Maul! Okay, dann mache ich mal Holztreppen. Die armen kleinen doofen Dicken. Bei uns vor der... Uh-huh. Was?
Quatsch. Was? Wie? Wer? Wo? Achso. Nix, nix. Ich hab nur... Haustür. Kann man aus Trumpenholz keine Treppen bauen? Doch, aber du musst da schon Tropenholzbretter draus machen. Hab ich doch. Dann frage ich mich, wie deine Treppen aussehen. Ja, warte. Auch, glaube ich, nicht wissen. Vielleicht, eventuell doch. Weiß ich nicht. Sonja, machst du die Treppe nach oben? Ne, die Treppe kann ich wohl setzen. Dö-dö. Ich hab ja die Treppen fertig. Im runden Kreis drumherum? Doppelte Reihe oder lieber eine dreifache Reihe? Nee, doppelt reicht. Doppelt reicht. Du meinst, das reicht für deine Mama? Ja, muss. Das lasse ich euch mal machen. Bei meinem Glück haue ich mir höchstens die Rübe an. Ach ja, ist das schön hier. Okay. Du stehst mir im Weg. Oh, wir hatten mich jetzt geschubst. In dem Augenblick, wo ich die Treppe setzen wollte. Hä? Wer hat das Holz? Okay. Holz. Oh, nee, das war doof. Och, sag mal, was mache ich denn jetzt im Augenblick? Jetzt geht's gerade gar nicht. Ach, geht doch. Doofe Treppe. Okay. Bett, ist es jetzt schon wieder dunkel? Ja. Passt noch? Wie hoch müssen wir noch? Hoch. Bis ganz da oben? Mhm. Dann müssen wir ja hier Holz abbauen. Warte. Jetzt hat es ja gar keine Bewandtnis mehr mit den anderen beiden. Zack. Hallo, Leri. Hühü. Also, ich gehe erstmal pennen. Okay. Ich lieg schon. Ich auch. Liri? Ich bin auch am Liegen. Oh, dann ist ja gut. Man hörte nur nichts von ihr. Oh, naja, ich muss ja nicht immer erst schreien. Lati, hast du noch Holz? Da muss das Holz weg. Hallo, Liri. Hallo. Nicht mehr weit. Gott sei Dank.
Braucht ihr eine Werkbank da oben? Für Geländer oder so? Noch nicht. Wir sind fast ganz oben. Tata! Na, sehr schön. Die Hölzer solltest du stehen lassen, weil sonst die Blätter despawnen, ne? Ja, aber ich muss ja zumindest ein bisschen abkloppen, damit wir hier hochkommen. So ist es. Soll da direkt das die Treppe drauf auf das Holz hier, ja, ne? Ja, ja. So. Fertig. Oben angekommen, oder? Ich bin der König der Welt. Oh, guck mal, da hinten ist unser Dingsbums. Was denn? Na, ich bin immer wieder froh, dass keiner König der Welt ist. Ich glaube, sonst wäre es ganz cooles Chaos. Oh, guck mal, da ist Liris Fischerhütte. Schön von hier oben mal runter zu gucken. Ja, ne? Das wird ein schnickes Plätzchen. So ist es. So, die umliegenden Bäume sind leider alle ein bisschen tiefer. Dass wir das leider ein bisschen angleichen müssen. Beziehungsweise, wir können das eigentlich schon so lassen und hier den ersten Raum draus machen. Das heißt, ich würde jetzt gleich nach unten gehen, mir die ersten Blätter schnappen und dann loslegen. Ich habe hier Tropenblätter. Warte. Du musst nicht extra nach unten gehen. Hier. Wo bist du? Latti? Achtung, kommt. Yay. Und sie kotzt mich nicht mit einzelnen Blöcken an. Ich habe kurz überlegt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du es nicht getan hast. Tropenbaumlauf, wie viel brauchst du denn noch? Ich gucke erstmal, wie groß dieser Raum hier werden soll. Und dann kann ich dir mehr sagen. Bring dir schon mal 3 Stacks. Ich wäre froh, wenn du mir auch 2 mitbringst. Das hättest du auch sagen können, solange ich noch unten war. Achso, ich kann mir auch welche holen. Ich bin jetzt schon fast wieder unten. Das ist lieb von dir. Möchte sonst noch jemand was haben? Soll das denn auf diese Höhe, auf der ich stehe, angeglichen werden? Oder machst du den Raum da in der Tiefe? Nö, den würde ich dann... Hier würden dann Treppen runtergehen. Okay. Quasi hier so. Und dann haben wir hier ein schönes Räumchen. Ja, ne? Das dürfte auch sogar... Das ist sogar... Wow, das ist sogar symmetrisch. Habe ich noch? Ah, ich habe... Doch, ich habe noch Treppen. Soll ich hier die Truppenholztreppen schon mal setzen? Oder lieber nicht? Ja, die kannst du schon hochsetzen. Das wäre super, super nett. Ich weiß nicht, wie die Folge heißen wird. Symmetrie, auch im Gipfel der Bäume. Das ist ja wohl der Gipfel. Was hältst du davon, wenn hier noch eine Treppe runtergeht und dann ist da der nächste Raum? So, hier ist Laub. Ja, das können wir tatsächlich so machen. Da ist Laub. Warte mal. Da ist noch mehr Laub. Dankeschön. So. Dann muss hier die Treppe runtergehen. Stehe ich euch im Wege? Also, wo kann ich die Treppe setzen? Hier? Hier runtergehend.
Wie machen wir das Dach denn nachher? Auch einfach nur aus Laub? Aus Laub, natürlich. Das werden quasi so Laubbubbeln. Laubbubbeln? Kann ich an Laub ein Bild hängen? Ich glaube schon. Werden ansonsten machst du einen Holzblock da rein, dann despawnen die Blätter auch nicht. Werden wir sehen. Müssen wir da nicht zwischendurch einen Holzblock reinmachen? Ich glaube, gesetztes Laub verhält sich anders wie ganz normal gespawntes Laub am Baum. Wenn du Laub setzt, verschwindet es nicht. Aha. Darum kannst du auch ohne Holz dazwischen zu setzen eine Hecke zum Beispiel machen. So, richtig. Hast du jetzt Holz, Laub genug? Ich habe noch 3 Stacks. Erstmal habe ich noch genug. Okay. Ich habe noch über 2 Stacks im Inventar. Und wenn ich wieder was brauche, dann sage ich gerne Bescheid. Habe ich eigentlich Fackeln im Inventar? Natürlich nicht. Welche? Wie viel möchtest du denn? Na, ich hatte überlegt, obwohl wir machen ja noch Wände. Hier, komm her. Erstmal nicht. Ich wollte nur was ausprobieren, ob man dann das Laub was dran setzen kann. Aber du kannst ja auch eine Treppe an das Laub setzen, von daher wirst du auch alles andere dran setzen können. Versuch das jetzt. Nein, an Laub kannst du keine Fackeln machen. Kannst du nicht an Laub anbringen. Oh, schade. Aber da hier oben auch keine Monster spawnen auf Laub, ist das nicht so schlimm. Es sei denn, du hättest es gerne ein bisschen heller, dann musst du dir halt so ein Holzblock hinsetzen und da eine Fackel drauf oder dran anbringen. Ja, das geht ja alles. Wir machen ja auch noch Mobiliar, dann kann das die Fackel auch an das Mobiliar. An das Möbeljahr. Eine Rausgucknische? Ja. Ja, natürlich. Hier kommt ein ganz normales Fenster rein, also mit Fensterscheiben. Hat jemand an Glas gedacht? Noch nicht, aber das kommt alles später. Wir müssen uns erstmal hier einig sein, wie denn hier überhaupt alles aussehen soll. Und das ist nicht symmetrisch, was ich da unten sehe. Nein. Boah. Möchtest du das selber machen? Nein, mach ruhig. Muss ja nicht alles gleich sein. Wie, du bist mal gegen Symmetrie? Ach, so ein Baumhaus kannst du halt nicht symmetrisch machen, das funktioniert nicht. Aber rein theoretisch hättest du diese Fläche hier gleich mitnehmen können, oder? Oder willst du hier noch einen Übergang zu dieser Fläche machen? Wollen wir da nicht wieder unseren Außenwhirlpool machen? Das können wir tun. Der war toll. Muss hier jetzt noch eine Schicht drauf, oder, nee, ne? Nee. Nein. Seid mal bitte vorsichtig, ich habe nämlich da vorne ein Holz weggemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze hier so stabil ist. Also das, was ich gesetzt habe, ist stabil, aber ich weiß nicht, ob das, was da der Baum selber ist, stabil ist. Wir werden sehen. Der Außenwirlpool! Ach so. Das heißt, wir brauchen auch noch toll. Treppen da rein, ne? Ja, wünscht mir jetzt mal kurz Glück. Viel Glück. Lebst du noch? Ja, lebst du noch? Ich bin hier an die Ranken gesprungen. Alles gut. So, ich bin sofort wieder da. Ah, der Platti holt bestimmt das Glas. Ich hole Glas und Wasser. So, dann mache ich aber hier die Treppe. Die Treppe ist aber dann nicht in der Mitte. Das macht nichts. Wie gesagt, ich habe einen symmetrischen Raum, alles andere ist mir egal. Okay. Verstanden. Super. Jetzt setze ich erstmal hier Blätter im Haus. Toll. Uff, mal doch was Neues. Uff, uff. Haben wir eigentlich. Warum ist auf der einen Seite das Fenster eins raus und auf der anderen Seite das Fenster normal drin? Das ist so eine Art Mini-Balkon.
Das ist wirklich groß. Gut, dass du Mini betont hast. Können die eigentlich auch nicht auf, Ich kuschel mich mal neben das Mama. Auf den Holzdings da. Macht den nicht so breit. Auf den Holztreppen können die Monster da auch nicht spawnen? Nein, die müssen auf einem ganzen Block spawnen. Die können nicht mal auf Gehweg spawnen, weil der keinen ganzen Block ausfüllt. Das wird bestimmt nochmal geändert oder so. Ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Strich, Mama. Nimm dein Bett erstmal zuerst. Lasst es doch einfach da stehen, wo ihr seid. Warum denn? Ist doch viel schöner, das Bett eben aufzusammeln. Do what you want. And don't forget the omen. Na, egal. Lassen wir das. Oi. Warten. Alles super. Gar nichts. So, ich nehme jetzt mal 3 Eimer Wasser mit. Frag mich nicht, warum 3. Das war so das Erste, was ich in die Hand gekriegt habe. Ja, dann müssen wir irgendwo eine Wasserquelle machen. Wasser? Ne? Wo ist denn Wasser? Wo kann ich denn Wasser kriegen? Wir haben doch Wasser. Ja, ja. Da vorne, da ist ja hier so ein Teich. Hat sie nur schon wieder vergessen. Hallo Sheldon, hallo Cooper. Lass die Schildkröten in Ruhe. Was denn? Glas. Haben wir noch Glas? Also mindestens Sand haben wir noch. Und ich habe Knochenmehl, da können wir dann Gras drauf züchten. Außerdem, Platti, warum bist du denn runtergesprungen? Gras? Warum hast du nicht die Treppe runtergenommen? Weil das Runterspringen schneller geht. Und es ist viel, ja, viel cooler da. Sieht viel epischerer aus. Na dann. Und jetzt haben wir auch einen schönen Blick auf unser Haus, ne? So ist es. Voll schön. So ist es. Aber der eine Tropenbaum da, der steht da voll im Weg, oder? Welcher? Der große da, ne? Welcher? Ja. Wollen wir den mal wegmachen? Welchen wollt ihr denn wegmachen? Der da total im Weg steht. Ja, ne? Der eine da. Ja, der eine da. Der eine hier, da. Wo ich gerade dran hochkraxel? Da ist nur der eine da. Wo kraxelst du denn? Nee, das ist doch mal überhaupt nicht in Blickrichtung. Der da. Ach, du meinst... Wo bist du denn jetzt, Miri? Den Blick da auf unsere Sachen ich hier. Ich bin auf dem Weg zu unserem bösen, bösen Baum, den ich weg haben will. Ja, okay. Okay. Dann machst du ihn also schon weg. Ich dachte, du kommst mit. Aber ja gut, wir können ja sowieso nicht mit 2 Leuten da hoch, oder? Nicht Ach, wirklich. Klar. Los, Lili, du stehst schaffst am Abgrund. Das. Hä? Kuh steht hier am Abgrund. Die Kuh? Kuh, ja. Ist das der hier, wo ich gerade hochkraxel? Nein, der ist weiter hier. Das ist der, an dem ich gerade arbeite. Der, auf den ich gerade gucke. Da. Au. Siehst du's? Ja, ja, ich hab's gesehen. Aber der kann jetzt ja mal Dienst bohren. Man kann leider nicht mehr sprinten, wenn man hungrig ist. Hast du nichts mitgenommen? Doch, aber ich hab noch nichts gegessen. Guten Hunger. So ist das.